Nashville Tuning. Ich zeige euch heute mal, wie das klingt, was es ist und wofür man es benutzen kann. Und klingen tut es ungefähr so. Okay, was ist Nashville Tuning? Zuerst ist es, ihr alle kennt wahrscheinlich eine zwölfseitige Gitarre, und wenn ihr von der zwölfseitigen Gitarre einfach die dicken Bassseiten nicht benutzt und den Rest benutzt, also diese dünnen Saiten, dann habt ihr diese Stimmung, die ist einfach im Prinzip normale Gitarrenstimmung. E, A, und dann H und E. Aber wie ihr hört, sind keine Bässe da, und diese vier Saiten, also die E, einfach eine Oktav höher. So, wozu das Ganze? Ihr seht, habt es eben gehört, es hat keine Bässe, aber was das Tolle daran ist, die Voicings klingen anders. Und was eigentlich für mich noch viel wichtiger ist, diese Gitarre ist eine total billige Gitarre, die in der Ecke rumstand, die ich jetzt so beseitet habe, und die wird im Studio im Prinzip Dauer verwendet, einfach zum Doppeln von Stimmen, denn die sitzt sehr gut im Mix und kann sehr gut mit anderen Gitarren kombiniert werden, ohne dass sie nervt, weil besser rummulmen. Und sie ergänzt das Ganze sehr schön, weil es sehr viel Höhen hat und sehr silbrig ist. Dieses Tuning ist insofern ganz einfach: Die Akkorde, die ihr gelernt habt, bleiben alle dieselben. Die klingen nur ein bisschen anders. Also ein C klingt jetzt so, ein G klingt so. A klingt so, klingt ein bisschen wie eine zwölfseitige ohne Bässe. Und wie gesagt, passt wunderbar ins Studio und ihr könnt sie mischen. Es gibt Sätze zu kaufen, die sind schon fertig so konfiguriert. Die heißen Nashville Tuning Sätze, kosten glaube ich 3, 4 Euro, irgend sowas in der Region. Könnt ihr einfach mal mit der alten Gitarre ausprobieren, und vor allen Dingen das Beste ist, ihr braucht dafür keine gute Gitarre. Wenn ihr eine gute Gitarre habt, super, aber wenn ihr eine alte Schrubbel rumliegen habt, das funktioniert genauso da drauf, denn in den Höhen ist das nicht so essentiell, ob die Gitarre perfekt ist oder nicht. Sie muss nur stimmen. Probiert's aus. Diese Gitarre, billig, ist auf fast jeder CD, die ich gemacht habe.